Servus, hab die Ehre und herzlich willkommen zu einem kleinen Video hier auf meinem YouTube-Kanälchen. Ich bin wieder an meinem schönen Mehringer Stausee und wie ihr seht, es ist hell. Es wird nämlich jetzt immer heller und ich kann deswegen mir auch weniger Stress machen, wenn ich vor meinem ersten Meeting noch ein Video machen will. Denn wir haben jetzt gerade quasi 7.38 Uhr und ihr seht, dass ihr mich seht. Ein Hoch auf, wie nennt man das eigentlich? Auf die Jahreszeiten ist es eigentlich nicht, oder? Um die Position der Erde, um die Sonne? Naja, ihr wisst, was ich meinte. Auf jeden Fall, es wird wieder schön hell am Morgen und ich kann wieder ohne Stress Videos machen. Denn das ist auch quasi gerade sehr hilfreich, denn ich habe gerade eine Hälfte von diesem Video, was ihr jetzt seht, quasi bereits aufgenommen gehabt, aber dann gemerkt, ich habe die Zeitrafferfunktion angehabt, aus Versehen, weil wie gesagt, ich nehme jetzt mittlerweile mit meiner neuen Kamera auf und ja, mit der komme ich immer noch nicht so klar. Von dem her, halt quasi shame on me, ich habe bereits viel aufgenommen und muss jetzt wieder löschen. Nun ja, man soll ja niemand anders für seine eigenen Fehler quasi verantwortlich machen. Aber das ist eigentlich recht praktisch, weil jetzt können wir alle mal ausprobieren, wie es denn ist, wenn ich ein Video aufnehme, wo ich eigentlich quasi schon wirklich weiß, zum größten Teil, was ich sagen werde. Oder wollte zumindest. Also sprich, dass der quasi Satzbau quasi schon stimmt. Von dem her, mal schauen, ob es jetzt flüssiger wird. Quasi zumindest im ersten Part quasi vom Video. Weil wie gesagt, ich habe wieder ein bisschen Potpourri an Themenblöcken ausgewählt, mit einem großen und zwei kleinen, wie ihr es kennt. Deswegen lasst uns mal mit einem kleinen anfangen. Und zwar, das ist nämlich der, was ich schon aufgenommen habe. Und das ist Bartpflege. Wie ihr seht, ich trage gerade wieder Bart. Wenn ihr meine Videos etwas länger quasi verfolgt habt und Zukunftstobi vielleicht auch hier oben ein kleines Videoflinkung macht, wie ich ohne Bart aussehe, merkt ihr, dass die Menge des Bartes in meinem Gesicht in den letzten Jahren immer von Vollbart, Schnauze, kein Bart, Vollbart, Schnauze, kein Bart gegangen ist. Da meine Partnerin aber mir es öfteren gesagt hat und es nachdrücklich, dass ich es ja bleiben lassen soll, mir geben muss, wieder eine Schnauze zu haben, habe ich mich jetzt eben mal wieder dafür entschieden, meinen Bart etwas wachsen zu lassen. Aber jetzt diesmal mit, das ist auch der Themenblock, mit Bartpflegeprodukten. Bartpflegeprodukte. Boah, so viele B und P's in einem Satz und ich habe es hoffentlich flüssig ausgesprochen. Yay. Auf jeden Fall habe ich jetzt angefangen, ein, zwei Bartpflegeprodukte zu kaufen, wie zum Beispiel ein Bartöl auf Zedernholzbasis und eine Bartbalsam, was so einer Feuchtigkeitscreme oder so besser kommt oder nahe kommt. Nach einem Duschen kommt das Öl drauf und einfach an normalen Tagen kommt das Balsam drauf und dann schön mit einem Kamm durchkämmen. Jetzt mal die Frage an die Menschen, welche auch Bartpflegeprodukte nutzen oder sich einfach damit auskennen, weil ja, meine Partnerin kennt sich besser damit aus als ich selbst. Bringt es was? Also was ihr habt, ihr eigentlich eine Verbesserung, was ihr feststellen können oder sagt ihr eher so, das ist eher blöd. Und jetzt kommt ein Auto vorbeigefahren. Wieso zum Henker kommt ein Auto vorbeigefahren? Naja, ich sollte mich nicht mehr wundern. Auf jeden Fall, was empfehlt ihr quasi? Ich habe auch nur das Mainstream, also was ist das von L'Oreal, glaube ich, oder sowas. Also das in den dunkelbraunen Gläschen. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Hat es euch geholfen? Merkt ihr den Unterschied? Weil vor allem das Bart, Balsam, was soll dir helfen, dass mein Bart nicht mehr so stachelig ist und wenn man sich dann ankuschelt oder durchstreicht, es eben, ja, nicht mehr so struppig ist. Wobei ich sagen muss, diese Bewegung hier mache ich hunderte Mal am Tag und ich glaube wirklich, dass es mir beim Nachdenken hilft. So, jetzt vom Bart aber weg, hin zu unserem Hauptthemenblock dieses Videos.
Und zwar, ich weiß, ich habe schon so oft gesagt, aber TikTok. Und jetzt war TikTok jetzt öfter letzte Woche oder eigentlich immer groß in den Medien, dass es ja eigentlich echt unflauschig ist und gefährlich ist und so weiter. Und ich gehe jetzt einfach quasi von mir aus, aber ich verallgemeinere es jetzt, weil es einfach leicht ist, darüber dann zu reden. Aber ich meine eigentlich nur mich. Also bitte nicht offended sein. Ich auf TikTok mache Inhalte eigentlich rund um meinen Alltag, aber mit dem Hauptfokus auf meine multiplen Sklerose und mein Stottern. Wie eigentlich auch hier auf YouTube. Weil wie gesagt, ich habe mich wirklich quasi jetzt wirklich zum halt Ziel gesetzt, Leute aufzuklären zu wollen. Habe ich auch in meinem letzten Video erklärt. Deswegen Post-Production, Tobi, bitte ich hier oben nochmal eine Verlinkung zum letzten Video hinmachen, wo ich erkläre, warum ich jetzt wirklich den Schritt wagen will, ein quasi Vorbild zu sein, quasi, oder zumindest Leute aufklären zu wollen, wie es ist, mit Stottern oder mit Multiple Sklerose zu leben und darüber zu reden. Ja, ich kann zu einem großen Teil die Sorge und die vielleicht auch ein bisschen reißerischen Überschriften von den quasi Medien in letzter Zeit quasi verstehen. Denn nicht nur kann TikTok zu einer großen Lebenszeitverschwendung werden, weil der Algorithmus ist echt gut, was einen neue Sachen quasi vorschlägt, aber auch wenn man sich mal in einem Themengebiet ein bisschen quasi halt einfach halt vertieft, dann kommen immer und immer mehr Videos was zu diesem Thema. Und wenn man es halt eben wirklich auf gesundheitliche Probleme runterbricht, wie auch zum Beispiel auf psychische Sachen, ja, dann wird man bombardiert quasi von Videos von anderen Leuten, also meist anderen Leuten, welche entweder zum Beispiel unter psychischen Sachen leiden oder quasi, ja, berichten, wie oft sie quasi zum Beispiel aus einer psychiatrischen Einrichtung reingehen und herausgehen und dass es deren Leben ist. Oder quasi sie jetzt schon überlegen, wo sie denn zur nächsten Therapie hinwollen. Und ja, ich bin kein Arzt. Aber mir persönlich denke ich immer, weil es sind auch meistens jüngere Menschen. Also sprich, vielleicht auch nicht mal quasi volljährig. Aber wenn man dann Bestätigung in Sachen bekommt, gegen welche man vielleicht was aktiv machen sollte, halte ich das für sehr gefährlich und ja, vielleicht auch quasi gedankenprägend in eine Richtung, was nicht sein sollte. Es ist jetzt absolut nicht gegen Menschen gemeint, welche darüber berichten, wie es was zum Beispiel ist, mit Borderline zu leben und so weiter. Weil glaubt mir, ich mache jetzt sowas Ähnliches. Jetzt zwar nicht quasi psychisch, aber ich rede ja auch über Stottern. Aber quasi, was ist dein Lebensinhalt, daraus zu ziehen, zu berichten, welche psychischen Probleme und Krankheiten man hat, finde ich schwer, was vor allem, wenn man halt noch wirklich in einem Alter ist, wo einen was Zuspruch und Likes und Kommentare was und Kommentare und Videos vielleicht mehr wert sind als was gegen die eigene quasi Situation zu machen. Oder zumindest man ist dann vielleicht was so stark relativiert, dass es halt vielleicht nicht mehr gesundheitsfördernd ist. Und vor allem hat mir auch erlebt quasi, weil auf TikTok ist im Gegensatz zu Instagram und so weiter auch recht schnell dabei, Konten zu löschen, wie dann diese Menschen dann reagieren, wenn ihr Konto geblockt oder gelöscht worden ist, weil dann ist es schnell rum mit Selbstbewusstsein und so weiter. Aber hier sind wir wieder dann bei anderen Thema und wie ich auch schon meinte, es kommt halt immer auf die Balance an, denn ich habe ja auch
gesagt, ich rede ja auch viel über Stottern und über Multiple Sklerose, was beides Krankheiten sind. Oder? Also zumindest ist, was es sind, Einschränkungen. Und ja, auch ich muss mir immer wieder quasi vor Gedanken holen, ich soll mir keine Bestätigung dafür holen, quasi stottern zu dürfen, weil ich nette und liebe Kommentare hier auf TikTok bekomme. Schon. Da drüben auf TikTok bekomme, weil hier bin ich auf YouTube. Und ja, quasi, ich muss mir auch wieder quasi vor meinen Kopf quasi führen. Multiple Sklerose ist eine Krankheit. Es ist kein Grund oder es ist kein. Was soll ich sagen? Es ist nicht schön, es zu haben, nur um es dann auf anderen Plattformen in Content Creation umwandeln zu können. Es ist halt einfach da und deswegen nimmt man das, was man eh hat und nimmt es dann rüber und macht quasi aus einem Bug ein Feature, aus einem Problem ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist ja quasi vollkommen okay. Und was ist auch wieder das Positive ist, ja, es ist wirklich nicht leicht, quasi auf TikTok die Balance zu halten. Und ich muss wieder langsamer reden, Zukunftstobi, ich weiß. Aber das Schöne ist, ich konnte mich mit vielen anderen Menschen auf TikTok quasi verbinden, welche eben auch stottern oder auch MS haben. Also sprich, gleichberechtigt auf Betroffene finden und auch quasi viele Tipps bekommen, welche eben nicht die letzten 20 Jahre an Stottertherapien ausgelernt haben wie ich, quasi, sondern sie durchgezogen haben und dann davon wirklich halt quasi zu lernen oder neue Therapiemöglichkeiten quasi zu lernen, wie die Bonnerische und die Hannoverische. Ich muss mich damit noch näher beschäftigen, bevor ich mich dazu äußern will. Auch quasi, wie es ist, mit MS umzugehen, denn ich poste auch Videos auf TikTok, in denen ich wirklich auch sage, hey, heute geht's mir einfach mies, weil ich diese und diese quasi Symptome wieder habe oder wieder meine Fatigue, also was sprich, mein Erschöpfungssyndrom wieder hart reinkickt. Also sprich, man fühlt sich nicht mehr so einsam, nicht mehr so verlassen und nicht mehr so ausgegrenzt, obwohl diese Ausgrenzung größtenteils nur in meinem Kopf stattfindet. Aber ja, es hilft natürlich, wenn man unter so einem Video dann Kommentare bekommt, wie mit, hey, ich kenne das Gefühl, lass dich nicht unterkriegen. Oder es letzte Zeit viel mit, hey, Multiple Sklerose, mir hat hochdosiertes Vitamin D quasi oft und viel geholfen. Hier muss man natürlich aufpassen, wie heißt man sollte jetzt nicht hart in die nächste Apotheke rennen und Vitamin D Produkte en masse kaufen, sondern das mit dem Arzt, also jetzt in meinem Fall mit meinem Neurologen abklären lassen und so weiter. Das ist halt das, nicht nur quasi, weil Leute sagen, es ist toll oder es hilft das eine, sich blind darauf zu stützen. Und jetzt ist eben die Balance, welche meistens echt schwer ist auf TikTok zu finden. Von dem her mache ich auch niemandem einen quasi Vorwurf, welcher in so ein Rabbit Hole auf TikTok reingeflogen ist, weil es eben die App quasi so verdammt leicht macht. Allerdings will ich sie auch nicht an die quasi schwarz malen, an die Wand malen, weil ja, mir hat sie schon wirklich sehr geholfen, auch quasi wirklich mehr mit mir selbst quasi zu beschäftigen. Genau. Und ich bin noch mal ehrlich zu euch, ja, es macht mir wahnsinnig Spaß, quasi zu sehen, dass, tada, also hier bitte Zukunftstobi bitte ein Bild einblenden, denn ich habe fast 1000 Abos auf TikTok. Und ja, diese Abos quasi sind nicht so wertvoll und so, ja, Enrichment, quasi wie hier auf YouTube. Keine Sorge. Aber halt, dennoch, es ist ein Selbstbewusstsein quasi förderndes Gefühl, wenn man sieht Inhalte über Themen, wo ich denke, dass ich genau wegen diesen Themenblöcken ich nie Content Creation machen könnte oder sollte oder dürfte. Was quasi sorgen jetzt dafür, dass mir Leute folgen. Wie,
wie auch ihr hier auf YouTube. Bei euch ist ja das Gleiche. Ich rede ja auch mit euch, über Themen, wo ich dachte, dass ich genau wegen diesen Sachen nie Content Creation und nie meine Hobby, meinen Spaß an der Videorei und Filmerei quasi nachgehen kann. So, jetzt lasst uns aber mal diesen Themenblock mit einem quasi letzten Satz beenden, und zwar TikTok. Es kann verdammt gefährlich sein, quasi vor allem, wenn man noch nicht viel Medienkompetenz hat und vielleicht auch nicht wirklich mal einen Schritt quasi zurück tut und sich mal überlegt, ist es gut, was ich mache, ist es gut, wie ich auf Sachen reagiere. Und ich kann quasi verstehen, dass der Heranwachsende verdammt schnell in ein Rabbit Hole reinfliegen können, und hier quasi sollte die Plattform Gegenmaßnahmen ergreifen. So, das waren meine Worte. Das war meine Meinung. Jetzt, mir würden halt auch eure Worte oder eure Gedanken dazu interessieren, und vielleicht wollt ihr sie ja runterschreiben in die Videokommentare. Und ja, ich hätte jetzt etliche Bestandteile dieses Monologs nochmal aufgenommen, wenn ich nicht gesagt hätte, ich lasse meine Stotterer drin und ich mache wieder hier was ist solche Untertitel. So, aber jetzt der letzte Punkt, was ich mit euch noch ansprechen wollen würde, ist einfach Ernährung und Abnehmen. Denn ich habe mich letztes Mal wieder gewogen und ich habe fast 100 Kilo. Also man kann sich jetzt mal auffassen, wir haben den 16.02. glaube ich zumindest, und ich wiege fast 100 Kilo. Gestern hatte ich auf Facebook, ich weiß, blöde Plattform, aber ja, ich nutze sie auch noch, eine Notification, dass ich gestern vor 8 Jahren es geschafft habe, durch Sport und Diät 68 Kilo zu wiegen. Also sprich, ja, quasi, ich bin von 130 auf dann 64, jetzt wieder auf 100 hoch. Und ja, ich finde es blöd, denn ich habe mir wieder es quasi selbst quasi versaut. Und das ist nichts quasi, was ich auf anderen Leuten schieben kann, sondern ja, es war einfach nur ich. Nichtsdestotrotz quasi versuche ich jetzt letzte Woche mindestens 3 Mal in der Woche quasi ins quasi Fitnessstudio zu gehen. Ich habe ein neues Cardio-Gerät ausprobiert, ein Cross-Trainer, der macht mir quasi vielleicht mehr Spaß als nur zu radeln und halt auch wieder ein bisschen Gewicht heben oder ja, nicht heben, weil es sind Maschinen und man hat hier schön geführte Bewegungen, aber halt auch wieder ein bisschen mehr quasi die Muskeln zu belassen, denn ich muss runter. Und es sagt nicht nur ich, sondern es sagt auch quasi mein Kleiderschrank und vor allem mein Arzt, denn MS und höheres Gewicht quasi, ja, verträgt sich nicht gut, was vor allem wegen Blutdruck und anderen Blutwerten einfach generell. Von dem her, Pi sagt mich ruhig, bitte konstruktiv, wenn ihr irgendwas erlebt an mir quasi, was komplett gegen meine Diät, gegen meine Abnahme angeht. Denn wie gesagt, das ist jetzt nicht nur Schönheit, sondern auch einfach gesundheitlich, und ich muss was machen. Und vor allem, ich habe eigentlich die beste Motivation, weil meine Partnerin hat auch angefangen, mehr auf ihr Gewicht zu achten, und sie hat Erfolg. Sie hat immer schön Minuszahlen, wenn sie sich mal wieder wiegt. Von dem her, Maus, vollkommener Respekt, weil mir fehlt hier die Disziplin, was vor allem in der Portionsgröße. Und wenn ihr dazu noch irgendwelche Hinweise habt, Tipps habt, lasst es mich doch einfach mal wissen, denn ja, es muss nicht nur immer MS und Stottern sein, wo ich eure Hilfe anfrage. Es ist auch einfach mal was solche allgemeinen Themen, wie einfach mal abnehmen. So, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Vielen Dank, dass das Video bis hierhin geschaut habt, weil ich weiß, ich hatte einen recht langen Monolog quasi zu TikTok, aber ich wollte einfach mal loswerden. Deswegen macht es gut, habt die Ehre. Servus und Baba.